meine Lieben. Wir machen heute super leckere Blaubeermuffins. Die Muffins gehören übrigens so auch zu meinen Lieblingsmuffins. Ich liebe die total und ich liebe auch generell dieses Muffinrezept, was ich euch jetzt zeige. Wenn ihr jetzt die Blaubeeren nicht mit reinmachen würdet, wäre das jetzt ein Grundrezept und ihr könntet alles Mögliche mit in den Teig geben, genauso wie bei meinem Joghurtkuchen. Wenn ihr meinen Joghurtkuchen noch nicht kennt, dann kann ich ihn euch gerne unten in die Infobox verlinken, denn dieser Kuchen ist unser liebster Kuchen aller Zeiten. Auf jeden Fall wundert euch jetzt nicht über die Mengen. Unten in der Infobox findet ihr die Mengenangaben für ein paar mehr Muffins. Ich weiß, auf jeden Fall brauchen wir Eier, Mehl, Zucker, Joghurt, vollkommen egal welcher. Wenn ihr keinen Joghurt zu Hause habt, könnt ihr auch Creme Fraiche oder Schmand oder Quark nehmen. Das ist alles kein Problem. Dann brauchen wir etwas Öl. Ich habe hier Rapsöl. Ihr könnt auch Sonnenblumenöl nehmen. Also ein geschmacksneutrales würde ich euch raten. Dann Backpulver, Vanillepaste. Wenn ihr keine Vanillepaste habt, dann könnt ihr gerne Vanilleextrakt nehmen oder auch einfach Vanillezucker, aber den Bourbon-Vanillezucker, also den richtigen, weil dann kommt auch wirklich ein guter Vanillegeschmack bei raus und nicht wie bei dem Vanillinzucker. Und dann brauchen wir außerdem noch Blaubeeren. Die habe ich schon gewaschen und etwas trocken getupft. So, ich beginne jetzt damit, dass ich mir so ungefähr einen Esslöffel vom Mehl hier in die Blaubeeren reingebe und die dann hier so ein bisschen vermische. Das dient dazu, dass die Blaubeeren später nicht so arg in die Muffins unten absinken, sondern mehr oder weniger ihre Position halten. Also wenn auch nicht ganz, aber sinken werden die dann halt nicht auf dem Boden. Also das würde ich euch auch so raten. Und jupp. Dann braucht ihr eine Schüssel und einen Schneebesen. Ich liebe Rezepte, wo ich meinen Mixer nicht brauche, weil das dann alles super schnell geht und nicht so viel Geschirr macht, finde ich. Auf jeden Fall brauche ich jetzt, wie gesagt, eine Schüssel und da gebe ich meine Eier dazu. In meinem Fall ist es nur ein Ei, wegen der geringen Menge, die ich heute zubereite. Und da kommt jetzt auch noch der Zucker hinzu. Und etwas von meiner Vanillepaste. Also ich mache mir jetzt hier so ungefähr so ein Viertel Teelöffel rein oder einen halben. Das ist total geschmacksabhängig. So, und jetzt einmal kurz verrühren. Und hier geben wir dann unseren Joghurt und Öl dazu. Und das wird jetzt auch nochmal schön vermischt. Also so, dass Joghurt und Öl schön untergearbeitet sind. So, und dann werde ich mein Backpulver hier noch zum Mehl hinzufügen. Das hätte ich auch vorhin machen können. Und schön durchmischen. Denn so verteilt sich das Ganze hier dann leichter im Teig. Und da brauchen wir nicht so lange rummixen. Ihr wisst ja, sonst wird unser Kuchen leider trocken. So, und jetzt kann die Mehl-Backpulver-Mischung hinzu. Und wird, so kurz es geht, untergemischt. Also so, dass das Mehl gerade untergearbeitet ist. Also das ist wirklich der Trick, einen saftigen Kuchen oder eben saftige Muffins herzustellen. Nicht lange rummixen. So, und hier haben wir ja jetzt noch die Blaubeeren, die wir mit dem Mehl vermischt hatten. Die kommen hier jetzt auch mit rein und werden dann ebenfalls untergehoben. Da auch nicht zu lange. So, und fertig ist unsere Muffinmasse. So, und dann bereitet ihr euer Muffinblech vor, am besten schon vor, bevor ihr den Teig herstellt, und gebt eure Muffin-Papierförmchen rein, völlig egal welche. So, und jetzt müssen wir unsere Muffinförmchen noch mit dem Teig befüllen. Und ich habe mir jetzt endlich mal hier so einen Eisportionneur gekauft, den man hier so, also wo man das Eis dann rausdrücken kann. Ich hatte ja nur den anderen und ich merke gerade, ich hätte mir mal ruhig eine Größe größer kaufen können. Muss ich dann das nächste Mal machen. Ich muss mir mal alle Größen zulegen. Wenn ihr keinen habt, dann macht das mit dem Löffel. Ich habe es vorher auch immer mit dem Löffel gemacht. Auf jeden Fall nehmt ihr euch dann etwas Teig in euren Eisportionierer und drückt die Masse dann einfach nur noch hier aus. So, und wenn ihr noch Blaubeeren zur Hand habt, könnt ihr dann noch gerne so ein paar Blaubeeren über eure Muffins geben.
dann, das zerläuft später richtig toll, es sieht sehr schön aus, müsst ihr aber nicht. Und wenn ihr keine zur Hand habt, dann könntet ihr euch von vornherein auch so ein paar aufheben und nicht alles mit in den Teig geben. So, und ich hau meine Backform hier noch ein paar Mal auf die Arbeitsfläche, damit sich der Teig schön darin verteilt. Und jetzt können meine Cupcakes in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Ober- und Unterhitze, bis sie schön goldbraun werden und aufgehen. Ich sage euch hinterher, wie lange sie bei mir gebraucht haben, aber das ist so unterschiedlich von Backofen zu Backofen. Da müsst ihr gucken, macht die Stichprobe, wenn nichts mehr hängen bleibt, dann ist er fertig. Lasst ihn aber auch nicht zu lange drin, denn dann bleibt sowieso nichts mehr an eurem Zahnstocher hängen. So, ich gebe euch aber gleich noch eine etwaige Richtzeit. So, meine Muffins sind jetzt schon fertig. Die haben so um die 20 Minuten bei mir im Backofen gebraucht. Und ich will euch noch eins von innen zeigen. Ich mache euch gerade mal hier so eins auf. Also ihr seht, die sind nicht auf den Boden gesunken, die Blaubeeren, sondern haben sich super gut im Teig verteilt. Hier. So, und dann können wir hier auch mal eins aufbrechen. So, also so sehen die dann von innen aus. Die sind so saftig. So, und bevor mein Video zu Ende geht, ist mir eingefallen, dass man ja noch Puderzucker drüber streuen kann. Ich mache mir hier gerade ein bisschen was in mein Sieb. Und das sieht dann immer gleich viel schöner aus. Und fertig sind unsere Cupcakes. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!